Hallo zusammen, weiter geht's mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. So, heute gab es den ersten größeren Patch von Fortnite Kapitel 3, Saison 3. Und es gibt hier scheinbar neue Aufträge. Die heißen Zenindo. Das gab es ja schon mal so ähnlich vor einiger Zeit. Wir können kostenlose Belohnung wie die Lackierung Akatsuki und den Hangleiter Manda verdienen, bevor sie im Item Shop verfügbar werden. Dafür müssen wir uns registrieren unter fn.gg/Zenindo. Das werde ich dann gleich mal tun und mir genau ansehen, was wir da machen müssen. Ich habe mich jetzt hier auf der entsprechenden Seite angemeldet, so wie es im Spiel stand. Ist wieder die Kooperation Fortnite und Naruto, Zenindo. Hier gibt es scheinbar mehrere Wege. Steht, schau dir die Wege von Zenindo an und schließe sie ab, um Spielbelohnung zu erhalten. Weg von Itachi. Pro 5 Matchabschlüsse unter den besten 6 ein Abzeichen. Weg von Gaara. Pro 24 überlebte Sturmphasen ein Abzeichen. Weg von Hinata. Pro gefangene Fische ein Abzeichen. Weg von, oh, wie heißt der denn? Orochimaru. Pro 18 Eliminierung ein Abzeichen. Aber alles in verschiedenen Spielmodi. Fangen wir vorne an. Hier gibt es nur die Abzeichen in Battle Royale, also Team mitbauen und Nullbauen Team. Keine weiteren Spielmodi. Punkte bei ihm können wir nur sammeln in Nullbauen, Solo, Duo, Trio. Keine weiteren Spielmodi. Und die Fische fangen können wir in Battle Royale und Null bauen. Solo, Duo oder Trio. Und die Eliminierung, 18 Stück, also pro 18 ein Abzeichen, gibt es in Battle Royale, Solo, Duo, Trio. Schließt keinen weiteren Spielmodus ein. Also ich gehe auch davon aus, dass es aufaddiert wird. Also das würde das ja bedeuten, dass man in einem Match 18 Eliminierung macht. Also ich gehe davon aus, das wird aufkumuliert. Denn hier unten gibt es ja eine Statistik. Ich habe ja noch gar nicht gespielt. Das heißt, ich werde jetzt auch noch nichts haben. Nee, tut nichts, tun. Gut. Und wir müssen wahrscheinlich, wie beim letzten Mal auch, hier diesen Baum voll kriegen. Oder diesen Markenweg. Dein Fortschritt bis zum nächsten Abzeichen 0 von 5. Ach so, alles klar. Nach deinem Match oder deiner Statistikanfrage kann die Aktualisierung der Punkte bis zu einer Stunde dauern. Dann Belohnung für den Abschluss von einem der 4 Wege kosmetische Lackierung Akatsuki im Spiel. Schließe alle Wege ab und erhalte den Hängeleiter Manda im Spiel. Ist hier unten? Na, hier unten. Verdiene ein Abzeichen und erhalte schockierter Itachi. Verdiene ein Abzeichen konzentrierter Gaara. Verdiene ein Abzeichen und erhalte Emoticon Bahyakugan Hinata. Was ist das? Verdiene ein Abzeichen und erhalte kosmetische Emoticon Orochimarus Grinsen im Spiel. Und wenn man 5 Abzeichen, na, hier 5 Abzeichen verdient, gibt es dann noch EPs extra. Also ganz wild diesmal wieder EPs. Und hier hinten noch. Zenindo, wenn du noch schließe einen Weg ab und erhalte kosmetische Lackierung. Jetzt ist die Frage, was meint Epic mit einem Weg? Heißt das, wenn ich mich hierfür entscheide, um den Weg von Itachi zu gehen, und ich dann nur Battle Royale Team oder Null bauen spiele, ist das dann mein ganzer Weg? Oder dieses hier, oder dieses hier, oder dieses hier? Das wird sich dann wahrscheinlich gleich im Spiel dann zeigen. Also ich gehe davon aus, ich muss einen Weg komplett hier voll kriegen. Deshalb sind hier auch wahrscheinlich hier Wappenteile. Hier sind 2 Wappenteile und hier sind auch 2 Wappenteile. Könnt ihr mir vorstellen, das erste, was ich hier schaffe, ich weiß es nicht, wird dann hier angezeigt. Und dann gibt es die Punkte dazu. Dann ist das einfachste. Fische fangen nämlich an oder Eliminierung machen. Ja, das ist mit Bauen. Das ist Null bauen und Bauen. Solo, Duo, Trio. Das ist Null bauen, Solo, Duo, Trio. Sturmphasen überleben ist sicherlich auch recht einfach. Und das ist Team und Null bauen, Team, besten 6. Das kann man im Team natürlich schnell schaffen. Naja, ich werde das dann gleich mal ausprobieren. Bisschen spielen, müssen ja noch andere Herausforderungen machen. Dann wird sich ja zeigen, welche Wege ich hier gefüllt bekomme. Ja, ich sehe das jetzt erst. Epic hat die Herausforderungen bzw. die Wege hier der einzelnen Naruto-Kumpels geändert. Wir können hier Itachi jetzt in
Solo, Duo, Trio und Teamspiel bauen oder nicht bauen. Das gleiche gilt hier für Gaara. Solo, Duo, Trio, Team bauen oder nicht bauen. Hinata auch. Und hier den Orochimaru, Zwek, ja, das gleiche in Grün. Solo, Duo, Trio oder Team. Das sah ja gestern noch ein bisschen anders aus. Allerdings weiß ich nicht, wann Epic das geändert hat. Denn ich habe hier komischerweise für die letzten sechs, wenn das hier unten stimmt, noch nichts bekommen. Sturmphasen habe ich 19 überlebt. Geangelt habe ich, ja, es ist schwer zu zählen. Ich vermute, das sind 20, 40, 60 Fische. Wie gesagt, das ist mir nicht ganz klar, denn hier geht es ja bis zur Nummer 5, 6, 7, 8. Und wo ist die 9? Ist die 9 dann hier dieses, was hier schon angezeigt wird, dieses rosafarbene von Hinata? Und 10 ist dann, wenn ich alles voll habe, also sprich die anderen drei Wege auch. Ja, wird sich zeigen. Ich sehe jetzt mal zu, dass ich hier noch, ach, noch ein Fischlein fehlt mir für den nächsten Punkt. Perfekt. Ich sehe mal zu, dass ich noch ein paar Sturmphasen überlebe, um auch das Emoticon hier zu erhalten, damit ich euch das zeigen kann. Ja, dann geht's mal weiter. Ich vermute, ich muss nachher auf die Naruto-Fortnite-Webseite. Aha, wer wartet, gewinnt. So. Ich habe jetzt auch konzentrierter Gaara erhalten. Ich hatte mich nämlich schon gewundert, dass der mir nicht angezeigt worden ist. Hier ist er für die überlebten Sturmphasen. Was ich jetzt ein bisschen merkwürdig finde, ist nur zwei Kills. Das passt nicht so ganz. Ja, und unter besten sechs passt in Anführungszeichen auch nicht. Allerdings weiß ich natürlich nicht, wann Epic diese beiden Herrschaften hier umgestellt hat, dass es zählt. So, hier wäre dann noch das Emoticon konzentrierter Gaara für das Überleben der Sturmphasen. Diese einzelnen Emoticons der vier Wege werde ich separat zeigen. Und dann noch irgendwann zum Schluss, wenn ich alle Wege denn hoffentlich bald voll habe, noch die Komplettlösung aller Wege. Ja, ich sage dann aber erstmal Danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.